Was kommt eigentlich zur Wiesn auf den Kopf hinauf? Auch das weiß unser Arabella Moosleitner. Er ist Buchautor und Komiker und hat das Wiesenhandbuch Ozapft is geschrieben. Ja, was kommt denn jetzt rauf auf den Kopf, Moosleitner? Also auf den Kopf eines Herrn, eines feinen Herrn, kommt ein Wildbart. Zum Beispiel über uns sieht man ja den wunderbaren Willi Heide. Das war, glaube ich, der berühmteste Wildbartträger aller Zeiten. Und ein Wildbart besteht aus Dachshaaren oder Gamshaaren oder Wildsauhaaren oder auch Hirschhaaren. Gibt es alle möglichen Ausführungen und alle möglichen Preisklassen. Und man sollte schon auf jeden Fall ein paar hundert Euro einberechnen, wenn man sich einen kauft. Denn man will ja auch was Edles haben und keinen Rasierpinsel. Ich habe neulich einen Gamsbart gesehen, einen gebrauchten, im Holereidelieu. Das ist da in Schwabing, so ein ganz schönes altes Trachtengeschäft. Und da hat der Gamsbart 150 Euro gekostet. Ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Aber schaut mal rein, das Geschäft ist eh recht schön. Und morgen erzähle ich Ihnen etwas von dem Italiener-Wochenende. Servus.